am späten Abend noch ein paar Worte und Sätze von Stefan Zweig, aufgeschrieben am Ende seines Lebens, wahrscheinlich schon in Brasilien. Ich wäre unaufrichtig, wollte ich damit sagen, dass ich das Geld seitdem verachte. Keineswegs unterschätze ich das Vergnügen und die Anregungen, die Geld hervorzurufen vermag. Ich öffne ihm Tor und Tür, wie ich es für jeden willkommenen Besucher tun würde, aber eben wie für einen Besucher. Und nicht mehr. Ich betrachte mich nicht mehr als seinen Herrn und will es ebenso wenig zum Beherrscher meines Lebens werden lassen. Aus dieser einen Erfahrung lernte ich eine unauslöschliche Lektion. Unsere wirkliche Sicherheit liegt nicht in dem, was wir besitzen, sondern in dem, was wir sind und was wir aus uns machen. Stefan Zweig, der sich 1942 im Exil das Leben genommen hat, weil er es nicht mehr ausgehalten hat, dort zu leben, fern seines geliebten deutschen Heimatlandes und nicht ertragen hat, was in Deutschland in der Zeit passiert ist und was Deutschland unter der Führung von Hitler mit dem Rest der Welt gemacht hat. Es gab eine freundschaftliche Beziehung zwischen ihm und Richard Strauss, die aber eskalierte. Denn Richard Strauss war ja bekanntlich, auch wenn auch nur kurz, der Präsident der Reichsmusikkammer unter Hitler. Er selber, Richard Strauss, hat sich auch mit Goebbels immer auseinandergesetzt und den Job, diesen Posten dann in einem großen Streit hingeschmissen. Und hat dann auch zurückgezogen, war ja schon über 70, in Garmisch-Partenkirchen gelebt, fern der Politik, der große Komponist. Warum sage ich das? Das war der Bogen dazu, denn in der Semperoper gibt es bald eine Oper von ihm, Intermezzo, Richard Strauss, Intermezzo. Und es gibt eine Rahmenhandlung in dieser Oper mit dem Ehepaar Strauss. Und ich habe die große Ehre, den Richard Strauss zu spielen in der berühmten Semperoper. Ich muss nicht singen, aber sprechen und mich bewegen. Das war der Bogen von Stefan Zweig zu Richard Strauss und Dresden und der Semperoper. Eine gute Nacht wünsche ich euch bis